Wenn im Innenhof des Klosters Aldersbach über 20 bayerische Nobelkarossen stehen, dann müssen sich hier ganz besondere Gäste eingefunden haben. Und auch das Interesse der zahlreichen Medienvertreter aus ganz Deutschland zeigt, heute ist kein gewöhnlicher Tag. Hier im Kloster Aldersbach, wo demnächst auch die Landesausstellung Bier in Bayern stattfindet, tagt heute das bayerische Kabinett zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Ja, und wie man sehen kann, das Wetter ist natürlich nicht so schön, deswegen hat sich das Kabinett sofort nach drinnen verzogen. Die Themen sind heute natürlich, wie kann es anderes sein, die bayerische Flüchtlingspolitik und natürlich auch der Stellenabbau von Siemens. Horst Seehofer hat im Vorfeld schon gesagt, er möchte alles Menschenmögliche dafür tun, dass es nicht zu so einem radikalen Stellenabbau kommt. Das bayerische Kabinett tagt in unregelmäßigen Abständen außerhalb von München. Es hat zwei Möglichkeiten gegeben, Neuburg am Inn und Aldersbach. Aber da wir kurz vor der Eröffnung der Landesausstellung sind, gehe ich mal davon aus, dass dieses Kriterium Landesausstellung mit Sicherheit das Ausschlaggebende war, dass man dann diese Kabinettssitzung bei uns in Aldersbach macht. Fast 4 Stunden lang haben die Minister unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kultur- und Begegnungszentrum des Klosters diskutiert. Auf der anschließenden Pressekonferenz war die Flüchtlingskrise kein Thema. Vielmehr stand der geplante Stellenabbau bei Siemens im Mittelpunkt. Über die Hälfte der Mitarbeiter sollen in Rußdorf wegfallen. Die bayerische Staatsregierung möchte den Standort im Landkreis Passau unterstützen. Unser primäres Ziel wird nach der Debatte heute mit euch und mit der Belegschaft sein, dass wir natürlich in allererster Linie versuchen wollen, wenn die unternehmerische Entscheidung an sich nicht mehr korrigierbar sein sollte, dass wir für diesen Standort Rußdorf Ersatzarbeitsplätze von Siemens hierher bereden und verhandeln wollen. Neben dem Stellenabbau bei Siemens stand auch die Umsetzung des Hochwasserschutzaktionsprogramms 2020 Plus auf der Tagesordnung. Es ist ein gigantisches Projekt, was übrigens in der Rückbetrachtung noch einmal nachdrücklich bestätigt, wie klug es war, am Schluss ja dann in Harmonie mit allen Verantwortlichen, mit Niederbayern, sich für den sanften Donauausbau zu entscheiden und nicht für den Donauausbau mit Beton und Stichkanal und Staustufe, weil wir beim großen Donauausbau mit Sicherheit heute uns noch vor Gericht bewegen würden, ohne dass sich in der Sache etwas für die Menschen zum Positiven verändert hätte. Das erwartete Geschenk für die Region gab es am Ende des Tages vom Kabinett zwar nicht. Die Anwesenheit der Ministerriege und die damit verbundene Werbung für die bevorstehende Landesausstellung dürfte für die Verantwortlichen vor Ort trotzdem Zuckerl genug sein.